Hallo. Hallo. Ungewohnte Location, weil wir sitzen nicht im Studio, sondern schön unter der Esszimmerlampe, weil draußen ist es schon stockfinster. Aber Luisa hat gesagt, Mama, wir machen heute Wimpernlift, also eine Wimpernwelle. Und ich habe gesagt, mal gucken. Und das ist schon mal das Ergebnis. Luisa, zeig mal deine ganzen. Ist das ein Hammer? Okay, Luisa hat M2-Lashes-Wimpern, aber wenn man jetzt mal guckt nochmal links und rechts, die sind jetzt gemacht, ne? Genau, das ist jetzt die gemachte Seite und auch die getuschte Seite. Hier sind die normalen Wimpern. Hammer-Ergebnis, oder? So, jetzt kommen meine Stümmelchen. Das sind natürlich die ungemachten. Und das sind die gemachten. Und auch hier sieht man schon, ne? Die haben einen richtigen Aufwärtsschwung. Wir hatten Spaß bei der ersten Seite und wir teilen den Spaß jetzt mit dir, um zu zeigen, wie sind denn die Schritte. Wir machen natürlich zwischendurch die Kamera immer wieder aus, weil da sind Einwirkzeiten von 12 Minuten. Da guckt ja kein Mensch zu, wie wir irgendwie 12 Minuten was festhalten. So, Schritt Nummer 1, Luisa. Genau, es gibt hier so eine Anleitung, die sollte man dann natürlich befolgen. Zu Anfang, ihr braucht ein bisschen Frischhaltefolie, ihr braucht Wattepads. Und ihr braucht Wattestäbchen. So, haben wir alles. Und dann ist das hier alles in dieser Packung drin, was wir brauchen. In den kleinen Fläschchen. Ist aber sehr ergiebig. Und zuallererst müssen wir uns, hier sind in verschiedenen Größen diese Pads dabei. Wir haben uns jetzt schon das Richtige rausgesucht. Das ist Größe S. Ich habe nur eins. Hier ist ja auch richtig. Ich brauche gleich noch ein Auge. Ach ja. Weil, das kommt jetzt gleich. So, hier. Genau, ihr könnt dann einmal so testen, ob das halt von vorne bis hinten klappt. Und dann muss das einmal an den Wimpernrand fixiert werden. Und dafür haben wir Wimpernkleber, der ist auch dabei. Und dann wird das hier einmal unten so aufgestrichen. So, das habe ich jetzt nur einmal hier unten am Rand aufgetragen. Lässt man ein bisschen trocknen, ne? Genau. Wie beim Wimpernkleber auch. Mal so zwischendurch. Wenn man sich so eine Wimpernwelle machen lässt, habe ich gestern noch irgendwo gelesen, da war nämlich so ein Gutscheinanbieter, da sollte der Originalpreis 40 Euro sein. Kommt das hin, Luisa? Genau, das kostet etwa 40 Euro. Dieses Kit hier hat jetzt 20 gekostet und ja, wir machen jetzt die vierte Welle damit. Also ich habe das ja schon mal mit einer Freundin zusammen gemacht und wir beide, also sind ja jetzt schon 4 Wellen und das ist noch nicht mal zur Hälfte leer. Mhm. So, jetzt kommt die große Kunst. Genau, jetzt wird das einmal ein bisschen hier mehr rein. So, am Wimpernkranz fest. Und das drücke ich jetzt ein bisschen an. So. Das Witzige ist, dann sieht man schon aus, als hätte man einen Boxkampf hinter sich. So, ich muss mal hier meinen Vergrößerungsspiegel gucken. Wichtig ist, dass man hinter den Wimpern bleibt, aber bis ziemlich an den Rand. So, und ich verrate euch direkt, bei mir haben die Wimpern an diesem komischen Silikonteil nicht gehalten. Aber ich weiß mir bei sowas immer zu helfen. Also so dicht wie möglich ran und ein bisschen festhalten. Schönes Bild, ne? Zwei. Wir haben hier unten den Spiegel stehen, deswegen gucken wir immer so runter. So, ich glaube, meins ist fest. Sieht schon schön aus. Gleich wird es noch schöner aussehen, wenn die Wimpern drankommen. Ich halte lieber noch mal ein bisschen fest. Obwohl, du kannst bei dir ja schon mal zeigen, wie es weitergeht. Genau, es geht weiter, indem wir mit dem Wimpernkleber wieder arbeiten. Und zwar einmal jetzt näher rein. Oben auf dem Pad. Da, wo die Wimpern gleich hochgeklebt werden. Einmal wieder den Wimpern. Also die Wimpern werden jetzt an dieses Silikonpad angebappt. Genau. Machen wir das auch. Ja. Wie so ein Lidstrich auf dem Pad quasi. So. Jetzt warten wir wieder ein bisschen, bis der Kleber ein bisschen getrocknet ist. Und dann gibt es ja dieses Stäbchen, was wir jetzt benutzen. Und dann fangen wir an, die Wimpern hochzubiegen, sodass sie da oben dran kleben bleiben an dem Pad.
Luisas Wimpern sind natürlich viel länger als meine und bleiben da freiwillig dran kleben. Und es ist relativ wichtig, dass die gerade nach oben gebogen werden, weil sonst hat man nachher natürlich einen Knick in den... Also die sollten nicht so schräg dran gebappt werden. Einmal gerade nach oben. Boah, es geht schon besser als vorhin. Jetzt haben wir auch ein bisschen Übung. Also es ist auf jeden Fall schon ein Aufwand. Man muss sich auf jeden Fall Zeit nehmen. Und es ist natürlich nicht so entspannt, wie wenn man sich jetzt auf die Liege legt und das gemacht bekommt. Aber es ist auch ein Kostenfaktor, ne? Genau, es muss ja auch alle 4 Wochen etwa erneuert werden. Und das geht dann natürlich schon ins Geld, wenn man das jedes Mal machen lässt. So, ich glaube, meine sind fest, weil wenn ich jetzt noch mal dran rumpule, dann sind sie wieder ab, so wie das jetzt hier. Und ich sag noch. Ja, ich muss vorne noch mal abgegangen. Ich muss vorne noch mal dran mit ein bisschen Klebe. Da, ich auch. Wo? Da. Ich sehe das gerade nicht so gut. Und hier hinten auch noch ein bisschen. Und da. So. So, wieder etwas antrocknen lassen, ne? Aber ich habe einen super Trick, wenn er es nicht halten sollte. So, ja, das sieht je länger ganz die, gut aus. Je länger die Wimpern, desto besser hält es natürlich da oben. So, ich würde sagen, sexy, meine sind fest. So sieht das jetzt aus. Mhm. Jetzt sieht man auf jeden Fall so aus, als hätte man aufs Auge bekommen. Dann geht es weiter mit dem, das ist hier so beschriftet, Schritt 1. Das ist jetzt quasi wie Dauerwellenflüssigkeit. Es riecht auch so. Lisa lacht sich kaputt, weil ich das immer so... So, dann geht ihr einfach mit dem Wattestäbchen da rein. Dass es ein bisschen auf dem Wattestäbchen verteilt ist. Und das wird jetzt auf den Wimpern aufgetragen. Ich denke mal, da kann man auch relativ großzügig sein. Muss halt auf jeden Fall. Also es ist bei mir eben auch nicht ins Auge gelaufen. Es hat überhaupt nicht gebrannt, keiner der Schritte. Nee, aber man muss natürlich trotzdem aufpassen, dass es nicht ins Auge geht. So, und vorhin hat sich durch diesen Schritt bei mir alles abgelöst. Wir machen ja gleich die Kamera aus, weil jetzt 12 Minuten zu filmen, wer das einwirkt, ist ja Quatsch. Aber ich zeige dir den Trick, falls das jetzt abgehen sollte bei dir. Du nimmst einfach das nächstgrößere Silikonkissen und da geht es zum Beispiel wieder ab und schiebst das von unten so dagegen und machst ganz entspannt 12 Minuten diesen. Bin ich noch im Bild, Luisa? Sieht man das, was ich mache? Bist du, ja. Und gut, ich zeige jetzt auch, was ihr eigentlich machen müsst, wenn es funktioniert, wie es funktionieren soll. So, und zwischendurch kann man immer mal wieder gucken und korrigieren. Das ist einfach Meditation, Zwangspause mal 12 Minuten nichts zu machen. So, ich habe mir jetzt hier schon ein kleines Stück Frischhaltefolie abgemacht und das muss jetzt quasi einmal hier oben drauf. Es hält natürlich jetzt auch durch den Kleber und durch die Flüssigkeit. So, damit das alles, falls noch was abstand, fixiert ist. Hast du davon noch ein Stück? Das können wir doch mal probieren, ob das jetzt tatsächlich bei mir jetzt im Nachhinein auch noch geht. Ja. Moment, ich mache ein neues kurz ab. Ich habe mal Glück, dass ich überhaupt noch Frischhaltefolie da habe, weil ich nehme nur noch diese Silikonhüllen. So. So, ich mache zu. Von unten nach oben schieben. Ja, hält. Och. Ja. Ja, jetzt, wenn du es aufmachst, hält es immer noch? Ja. Okay, gut, jetzt warten wir 12 Minuten. 12 Minuten. Dann kommt der nächste Schritt. Genau. Die 12 Minuten Einwirkzeit sind jetzt vorbei. Was haben wir überhaupt aufgetragen? Die Dauerwellflüssigkeit, die löst die Doppelschwefelbrücken der Wimpernhärchen. Dann
entsteht die Biegung, dadurch, dass wir die festgeklebt haben. Und jetzt kommt die Fixierung. Haben wir dazu das Fläschchen, ja? Genau. Die Fixierung, die wird jetzt diese Doppelschwefelbrücken wieder festigen. Und zwar in der neuen Form, nämlich so, wie das ist. Ich habe tatsächlich jetzt die ganzen 12 Minuten mit diesem Silikonplättchen die Wimpern hier oben so dagegen gedrückt, weil bei mir wollen die nicht halten. Vielleicht sind die zu kurz, weil Luisa hat ja viel, viel längere Wimpern. Warum auch immer. Bei mir hängt aber alles noch dran. Auf jeden Fall kann man sich so dann helfen. So, und jetzt kommt auch wieder bei dir zumindest die Folie drauf, ne? Mhm. Genau. Ich mache das wieder mit dem Dingens hier. Und Stunden später ist man dann fertig. Ja, man muss das ja praktisch, ne, eins fürs andere machen, weil wie will man es sonst machen? Ja, wenn man es selber bei sich macht, dann auf jeden Fall, weil sonst wird es ein bisschen schwierig. Die Sicht ist ja ein bisschen eingeschränkt hier. Oh, nur ganz minimal. Bist du noch drin im Bild? Nein. So. Gut. Auch diese Flüssigkeit braucht wieder 12 Minuten. Bis gleich. Gefühlte 3 Stunden später, aber es waren nur 12 Minuten. Ich habe tapfer das Plättchen festgehalten, zwischendurch immer mal geguckt, kontrolliert, sind die auch schön gerade. So, und die letzten 12 Minuten habe ich dann so hier gesessen. Aber das ist die Erlösung, weil damit muss man jetzt einfach da drüber gehen, über die Wimpern und dieses Zeug abmachen, oder? Genau, das kann man entweder hier mit dem Wattestäbchen oder mit dem Pad machen. Ich mache das jetzt mal mit dem Stäbchen, weil meine Wimpern sind ja wirklich richtig da fest. Dann löse ich sie erstmal davon ab. Ist denn einer von uns noch im Bild? Beide. Man sollte das Pad jetzt nicht einfach nur abnehmen, bevor man die Wimpern gelöst hat, weil dann könnten die natürlich ausfallen, denke ich mal. Was? Ja, wenn man jetzt das Pad abreißt, wenn die Wimpern noch dran kleben. Deswegen einmal so, wie ich das hier mache, von dem Pad lösen. So wie ich mache nicht, oder wie? Deine waren ja gar nicht richtig an dem Pad. Und dann kann das Pad abgezogen werden. Kann mein Tier auch ab, das Pad? Ich bin witzig, Pad. Ne? So, und jetzt klebt es so, dass man sieht, dass die Watte drin festklebt. Ich würde sagen, ich gehe dann ins Badezimmer und nehme ein bisschen Augen-Make-up-Entferner, oder? Genau. Ja. Ich krieg das so auf die Reihe. Gut. Sind wir denn danach dann fertig? Ja, nee, sind wir noch nicht. Es gibt hier nämlich noch so ein Öl, das soll das Ganze noch mal ein bisschen pflegen. Also wenn man, also wir machen das jetzt hier mit komplett und ab. Die Klebereste wegnehmen, weil Öl ist der natürliche Feind des Klebers. Aber wir schminken uns ja noch. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt, gehe ins Bad, mache das mit öligem Augen-Make-up-Entferner weg und dann schminke ich das zweite Auge auch und treffen wir uns dann wieder. Machen wir so. Und wie sehen die Ladies aus? Super, oder? Jetzt guckt euch mal bitte Luisas Wimpern an. Ja, ich komme auf jeden Fall jetzt oben dran. Hammer, noch, oder? Noch ungewohnt, aber mir gefällt es richtig gut. Also ich muss mich tatsächlich dran gewöhnen, weil bei mir machen die von der ersten Wimpernwelle inzwischen einen Purzelbaum. Das heißt, die haben sich einmal komplett so einmal umgeschlagen und die kleben mir jetzt mit der Spitze am Augenlid fest. Ich denke mal, das liegt wahrscheinlich an der Mascara. Also da muss ich ein bisschen fummeln. Und du hast ja auch gesagt, aus Erfahrung, manchmal gefällt einem das Ergebnis nach ein paar Tagen erst richtig gut, oder? Genau, das ist ja jetzt ganz frisch. Dann kann sich das alles mal ein bisschen legen, die Wimpern sich so ein bisschen erholen, sage ich mal. Mhm. Und dann in ein paar Auf jeden Fall hätte ich nicht gedacht, dass man selbst so ein Ergebnis hinbekommt. Also bei Luisa, ich bin geflasht. Komm, geh noch mal nah dran, Kimchi. Ist das irre? Guck mal, so wie der Kakadu. So? Ja. Und einmal so nach oben. Die gehen bis an die Augenbrauen. Ja, okay, dafür muss man natürlich die Länge haben, weil durch dieses Wimpernlift
oder Wimpernboost werden die Wimpern ja nicht länger, aber man sieht sie auf einmal, weil das, was vorher so nach vorne wächst, macht jetzt den Schwung. Ja, und je länger die Wimpern sind, desto besser klappt es auf jeden Fall. Mhm. Und ja, letztes Mal war es auf jeden Fall so, dass ich mich lange nicht schminken musste dann, also jedenfalls auf die Mascara verzichten konnte. Das wenn man vorher? Genau, wenn man sie vorher nochmal färbt. Also ich würde es dann vor der Welle machen, weil dann geht der Rest der Farbe auch nochmal mit ab, dann hat man zwei in ein. Mhm. Und genau, dann waren die halt so gebogen, geschwungen und so schwarz, dass ich da eigentlich nur noch Lidschatten brauchte, ne? Und Augenbrauen. Und dann war ich immer viel schneller fertig morgens. Den Link von der Farbe, den schreiben wir unten rein. Welches Produkt du suchst für deine Wimpern, das suchst du bitte selber aus. Wir haben jetzt dieses hier benutzt. Aber da gibt es eine ganze andere Menge andere Sachen auch auf dem Markt. Auch die Wimpernwelle mit so einem Watteröllchen. Das ist dasselbe Prinzip, nur so ein bisschen mit anderen Sachen. Also nicht mit so einem Silikon, sondern wie mit so einem, was der Zahnarzt einem so in die Backe stopft. Also da gibt es unterschiedliche Methoden, aber es läuft immer auf selbe drauf hinaus. Und wir haben gesagt, wer da so ein bisschen unsicher ist oder nicht so gut gucken kann, so wie ich, der macht es einfach mit jemandem anders zusammen. Und dann macht man es gegenseitig. Oder man lässt es eben machen. Genau. Aber der Versuch ist es wert, ne? Ich würde sagen, ja, ich bin zufrieden. Ja. Ich denke mal, besser als sich so diese Wimpern aufkleben zu lassen, weil das strapaziert die eigenen Wimpern, weil die gehen durch diese Schwere schon mal dann mit raus oder brechen ab. Und das kann hier nicht passieren, wenn man die Einwirkzeiten wirklich nicht überschreitet. Genau. So, dann klimpern wir noch ein bisschen, ne? Tschüss, bis zum nächsten Film. Tschüss.